Penisgröße. Ist Größe wichtig? Also, als Sexologin weiß ich schon lange, wenn man, wie groß ist ein Penis, sagt, es um zwei Dinge geht. Die Länge und die Dicke, die Stärke. Und die meisten denken, ein sehr langer Penis ist wichtig und gut. Dabei sagen einige Frauen, das ist mir zu lang, weil je länger der Penis, desto mehr stößt er ja oben gegen, an den Muttermund und so. Eine normale Vagina ist 12, 13, 14 Zentimeter lang bei Erregung und der normale Penis auch. Das ist ja das Schöne. Eigentlich sind sie nicht zu lang. Nur die Ausnahmen. 70% der Männer haben ungefähr die gleich großen, gleich große Penisse. Und die Unterschiede im nicht irrigierten Zustand, da sind sie vielleicht größer, die Unterschiede, aber sobald ein Penis sich irrigiert, sind die ziemlich gleich. Und zwar so zwischen 11,4 und 14, was steht hier, 8 so, also das ist so ein Mittelmaß, 11,4 bis 14, das wäre so, bis so. Und alles, was größer ist, ist dann nicht mehr die 70%, sondern 15% haben noch größere und 15% noch kleinere. Und dann, ja, Penisse gibt es eben so unterschiedliche wie Nasen. Und deswegen drehen wir doch mal eben diesen hier. Es gibt auch krumm. Und ehrlich gesagt, so ein krummer Penis, der kann vielleicht sogar mehr als ein gerader. Weil wenn wir doch an die G-Zone denken bei der Frau, die sitzt genau hier. Und der hier kommt definitiv, ich hätte fast gesagt, geiler ran als der hier. So, ja. Es gibt von bis, hier ist ein Pornopenis und hier ist der Normalbereich. Also viel kleiner, als die meisten denken. Und ohnehin geht es darum, was man mit dem Stab macht und nicht unbedingt nur, wie er gebaut ist.